Ja, moin moin und willkommen zurück zu der zweiten Folge von Medieval 2 Total War, zu unserem neuen Projekt. Venedig ist die Fraktion, die wir gewählt haben, und ihr könnt sehen, wir haben eine große Schlacht zu schlagen und deswegen schnacken wir auch nicht lange rum. Wir gehen rein, ihr seht die gegnerische Armee, ihr seht unsere Armee. Ja, 1:1 sagt das Parameter hier, aber und es ist auch ein bisschen mehr zu uns oder gegen uns und das wundert mich nicht. Das wird eine sehr, sehr, sehr harte Schlacht, ehrlich gesagt. Oh fuck, ey. Ich habe echt gehofft, wirklich, dass wir vielleicht das noch ein bisschen rauszögern können, so spannende Schlachten oder so heftige. Weil das wäre jetzt schon sehr ungünstig, wenn wir das jetzt verlieren würden. Ne, wir haben ja kein Boot, auf das wir uns gerade zurückziehen können, und das ist echt ungünstig. Er greift uns an. Das müssen wir zu unserem Vorteil ausnutzen. Lassen wir den meinetwegen ein klein bisschen laufen. Schießen immer gern gesehen. Ihr bleibt mir hier so. Wäre das klug? Ich glaube, na, ich glaube, das können wir lassen. Ihr seid auf jeden Fall die 3. Also Fakt ist auf jeden Fall, unser General muss mitkämpfen. Eine andere Wahl haben wir da nicht. Den brauchen wir. So. Okay. Dann spulen wir mal vor und lassen die erstmal zu uns kommen. Also wir wissen auf jeden Fall, der Gegner hat ein bisschen, glaube ich, ein paar mehr Einheiten und er hat vor allen Dingen bessere, grundsätzlich. Also in Form von, er hat bessere auf jeden Fall Bogenschützen. Aber wobei, der Rest sollte eigentlich genau gleich stark sein. Nevermind. Aber er hat ein paar mehr Truppen insgesamt. Das könnte halt eklig werden jetzt. Er hat aber nur... Ne, 2 Bogenschützen sehe ich, ne? Viermal Speerträger. Das ist natürlich ungünstig, weil wir nur 3-mal Speerträger haben. Normally würde ich jetzt tatsächlich auf die Bogenschützen mit der Kavallerie erstmal gehen, aber die Speerträger sind viel zu nah dran. Das würde, glaube ich, nach hinten losgehen. Ja. Okay, sie teilen sich auf. Dann machen wir es folgendermaßen. Dann versuchen wir uns einmal kurz die Bogenschützen zu krallen. We try. Aber jetzt gerade sind sie in einem guten Abstand. So, der Ansturm dürfte schmecken. Bam, Junge. Sehr, sehr, sehr stark. Zurück, zurück, zurück. Back, 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 back. Umdrehen, umdrehen. Die fliehen, das ist sehr stark. Die fliehen leider noch nicht. Das ist nicht das, wie ich es wollte. Digga. Umkreis den mal bitte kurz. Oh, jetzt passiert gerade wieder viel auf einmal. I don't like it. I don't like it. Rückzug. Zieh dich mal bitte auch ein bisschen zurück, soweit du kannst. Von hinten ran. Okay, folgendes. Doch, Formation an. Hier konnten wir fliehen. Sehr stark. Oh, das ist der General. Nee, 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 nee. Oh. Wir müssen das jetzt irgendwie outplayen hier. Drauf da meinetwegen. Wenn der General fällt, ist perfekt. So, reinpieksen. Sie müssen fliehen. Sie müssen fliehen. Wo ist unser General? Wie sieht der aus? Geht's ihm noch gut? Dem geht's noch gut. Ich hoffe, das bleibt auch mal so. Hier, das ist perfekt. Das ist zu Ende. Back, back, back. Zurück, zurück, zurück. Ganz schnell jetzt. Ganz schnell jetzt. Und jetzt von hinten. Ich weiß, das ist Kavallerie. Speerträger. Aber wir müssen jetzt diesen Pressure nutzen. Wisst ihr, wie ich meine? Wir kommen jetzt... Wir haben ja trotzdem Ansturm. So oder so. Egal, ob die da Speere haben oder nicht. Ja, jetzt drehen sie sich natürlich um, ey. Das war ja klar. Scheiße. Geh mal dann durch die Mitte. Vielleicht... Nee, komm, du lobst echt den Tag von Abend, das ist nicht gut. Auf. So, runter, runter, runter. Ich brauche euch hier unten. Ich brauche die... Nice, genau das habe ich gerade sagen wollen. Wir brauchen den General und da ist er down. Jetzt haben wir es. Wir sind jetzt mal ganz hirnlos und gehen mal mit unserem General jetzt voll in die Speerträger rein. Na, Ansturm wird er ja wohl überleben, ne? Oder die Gegner fliehen. Oh, noch besser. Sehr strong. Rückziehen. Und sie fliehen. Okay, dann können wir drauf.
Sehr stark. Rüber da. Damit ist das durch, denke ich. Wir kämpfen bis zum Tod. Löblich, löblich, aber bringt nichts mehr. Heroischer Sieg. Sehr schön. Stadtrat Bartolomeo gegen Alberto. Alter, okay. Eine zweite Folge, direkt eine richtig krasse Schlacht. Und eine relativ knappe. Das hätte auch anders laufen können. Hätte der General noch ein bisschen länger überlebt. Der gegnerische. Aber nehme ich mit. Sehr geil. Jetzt haben wir die Byzantiner schon ein bisschen verärgert durch unsere Grenzüberschreitung. Ich hoffe, die lassen uns in ihrer Klion und so in Ruhe. Das wäre ganz gut. Ja, mein Herr. Da haben wir jetzt auch nochmal eine recht nette Armee. Mit recht nett meine ich eigentlich gar nicht so gut, aber es reicht. Wir segeln morgen weiter. Grüß uns mal nach Tripolis. Bin mal gespannt, wie viel da ist. So, byzantinisches Reich, stärkste Armee auch noch. Geil. Na, das ist ja beruhigend. So, Hauptstadt. Wenn jetzt der Papst nicht dazwischen funkt, sollten wir die Hauptstadt haben. Wobei das ein paar Runden jetzt dauern sollte, tatsächlich. Wir verscherzen uns es doch lieber mit den, den Mailändern, oder? Statt mit dem Heiligen Römischen Reich. Würde ich sagen. Das ist okay. Ja, komm. Ja, ich habe kurz mal euren Weg benutzt da. Was bin ich doch für eine fiese Möb. Das war jetzt schon sehr fies von mir. Geht gar nicht. Haben wir alles. Next round. Ach, Sophie, hab ich schon fast vergessen, aber haben wir denn trotzdem noch einen Auftrag gehabt? Gut. Let's go. Wenn wir noch Sophia bekommen, wäre natürlich sehr schmackofatz. Okay. Unsere Hauptstadt ist aber auch gerade relativ leer, was Truppen betrifft, ne? Aber wir haben jetzt auch nicht das Geld, dass ich da ordentlich was reinpumpen kann. Wir brauchen das Geld jetzt für die Städten. Für die Städte. Auf jeden Fall. Wir haben theoretisch einen Rambock. Also eine Runde müssen wir mindestens noch warten, aber dann werde ich, glaube ich, auf die Echtzeitschlacht gehen. Weil, wie gesagt, ich habe Angst vor dem Papst, dass er sagt so, nee, mach mal bitte nicht. Lass mich zuschlagen, Herr. Das machen wir auf jeden Fall. Ein bisschen Unterstützung braucht er da oben. Und du gehst weiter nach Tripolis, bitte. Setzen den Kurs, mein Herr. Lorenz, ja, it is. Hier werden wir dem Feind entgegen. Next round. Gut, wir können gerade nicht viel machen, denn wir brauchen Geld. Und zwar eine ganze Menge. Mit anderen Worten, wir brauchen erstmal mehr Siedlungen für mehr Geld und mit mehr Geld können wir mehr Gebäude bauen. Bisher sieht aber unsere Expansion ganz gut aus. Es war tatsächlich... Okay, das ist jetzt ein Problem. Ja, wir müssen sogar kämpfen. Was? Was? Unser Schiff ist nicht nochmal geflohen? Oder hat sich zurückgezogen? Wir sind instant gesunken? Das hatte ich gefühlt noch nie. Deswegen war ich gerade so entspannt. Ich dachte so, ja komm, die Seeschlacht verlieren wir zwar, aber das Schiff wird sich schon sicher einmal zurückziehen. Das habe ich noch nie gehabt, glaube ich. Ach komm, weißt du, Spiel, du kannst mich mal. Also geht schon wieder richtig gut los jetzt hier. Ja, wir haben da jetzt eine ganze Armee gerade auf dem Wasser verloren. Zwei Generäle. Ja, da, nee. Da kann ich auch nichts mehr zu sagen jetzt. Jetzt bin ich ein bisschen geschockt. Boah, allein dafür müssen wir die Sizilianer bluten lassen. Das kann nicht wahr sein. Also Florenz wird brauchen, da warten wir noch. Das ist eh Rebellensiedlung, da macht mir keine Sorgen. Hier warten wir ebenfalls. Haben wir auch Zeit. Ja, ich sag mal so, ne, dafür verdienen wir jetzt wieder pro Runde mehr. Wir haben jetzt ja weniger Truppen, die wir unterhalten müssen, ne? So kann man das wohl aussehen. Die Armee hätte ich noch gerne eigentlich. Komm. Bitte judge mich nicht, ich muss das jetzt kurz machen. Zack. Das ist Importante. Machst du so. Und wir machen die Schlacht auf Neapel jetzt. Weil ich glaube, die nächste Runde könnte sogar vielleicht der Papst sagen, hör mal auf mit dem Krieg und darauf habe ich keinen Bock. Zweimal Ramböcke, zweimal Leitern sollten reichen. Es sind jetzt keine großartigen Ballisten oder sowas auf den Mauern. Plus, das einzig Krasse in der ganzen Armee ist er selber der König und halt die Armee. Das sollten wir aber, wenn wir das klug runterspielen, sollten wir das eigentlich haben. Mit anderen Worten, wenn wir das jetzt, wenn ich das jetzt verkacke, dann könnt ihr auf jeden Fall mich blamen. Weil ich jetzt mehrmals gesagt habe, dass wir das haben. Wir sollten. So, Positionierung beginnen. Zack, komm mal her. Du nimmst auf jeden Fall keinen Rambock. Du nimmst einen Rambock. Bitte die Speerträger mal einmal bitte ans Tor ran. Dankeschön. Okay. Und hier kommen wir auch von der gleichen Seite. So.
3. Wenn da welche sind, kannst du meinetwegen rüberschießen. Ihr seid sonst irrelevant. Tauschen wir mal durch. So viel Kavallerie haben wir ja eh nicht mehr, leider. Also ihr seid die 1. Let's go. Und ihr geht... Hier kann ich die Leiter nicht anbringen. Was ist denn das für ein Scam? Okay, dann gehen wir da wohl hoch. Dann wollen wir mal. Also ein Rambock sollte durchkommen. Sonst wäre es lächerlich. Ja, sogar beide. Sehr stark. So, der ist gerade vorne. Dann lass du den mal stehen da. Nein. Aber ganz schnell ran da. Oh, wie unangenehm. Moment mal. Okay, die Leitern wurden stehen gelassen und... Okay, auch interessant. Oh, sag es doch bitte nicht jetzt schon. Die jinxen immer so hart, diese Sprecher. Aber ist gut, wenn wir jetzt hier nochmal hochklettern. Das heißt, die auf den Mauern haben jetzt richtig Stress. Und hier ist auch der König direkt. Das heißt, da können wir uns auch gleich direkt mit der Kavallerie einmal reinpreschen. Dann kommen wir oben von den Mauern hier mit unseren Speerträgern von den Seiten hier. Ist, glaube ich, sehr stark. Also die hätten auf jeden Fall ihre Hauptstadt besser verteidigen können. I'm honest, ne? Na gut, sag ich nicht nein. Rein, volle Kanne. Anführer kommt ein bisschen näher. Du nimmst mal bitte das weg hier und greifst mal bitte so an. Dankeschön. Die Mauern sollten wir haben. Warum das Ding noch schießt, ist mir auch ein Rätsel, aber... Das Ding ist durch. Ja, die Mauern haben wir. Und dann mit anderen Worten, wir können jetzt hier runter. Und den König auch dann hier unten einmal bekämpfen mit Speeren. Come on. Ich mag... Ja, wollte gerade sagen, das ist nur einer. Und die fliehen hier alle. Und da fliehen sie in die Mitte, ne? Ah, nee, so ganz fliehen sie nicht. Sie wissen nicht so ganz genau, was sie tun sollen. Na genau, geht mal rüber, damit wir da ein bisschen... Nicht nur von einer Seite immer kommen. Und jetzt könnt ihr... Was machen die denn da? Das wissen die, glaube ich, selber nicht so genau. Ja, so können wir das natürlich auch kämpfen, ne? Wir holen nach und nach alle weg. Wo ist denn der Anführer? Wo ist denn der König? Sag ich mal. Ich sehe den gerade echt nicht. Gefallen ist er noch nicht. Da ist er. Ja, der sieht auch nicht mehr so gut aus, da bin ich ehrlich zu euch. Vor allem immer mit dem kurz angreifen, wieder gehen. Ja, wird das nichts. Sehr, sehr gut. Damit haben wir Neapel. Das reicht. Aber in die Mitte. Let's go. Da können wir auch kurz auf mal 6 gehen, weil das Ding ist durch. Das ist klar. Wenn ich das jetzt noch verhaue, dann offiziell deinstalliere ich das Spiel. Rein hier, Leute. Ihr könnt auch richtig reingehen da. Sehr stark, Leute. Sehr stark. Da kommen wir heute noch mal den letzten da und damit haben wir die Hauptstadt. Ohne dass der Papst dazwischen funken kann. Sehr lecker. Vielleicht kriegen wir auch noch Palermo. Das wäre ganz lecker. Eine schöne Zitadelle hier unten. Würde ich nicht nein sagen. Und wir bekommen 4000 Gulden. Das ist extrem strong. So machen wir. Können wir auch mal kurz aufladen, würde ich sagen. So. Das ist alles okay. Feind an mir vertrieben. I like it. Ist hier was drin? Neidet ihr den Feind? Warten wir 2 Runden und dann gehen wir nach Palermo, wie gesagt. Dass wir da auf dem Wasser ausgeschaltet worden sind, ist ein wahnsinniger Affront gegen uns. Und den lasse ich natürlich nicht so stehen. Mit Florenz und... habe ich schon wieder direkt den Namen vergessen? Ja, moin. Und Sophia warten wir nochmal kurz. Da haben wir jetzt gerade ein bisschen Zeit. Weil wenn wir die Schlacht zum Beispiel jetzt bei Sophia verlieren sollten, dann gehört das safe den Ungarn-Leuten. Generäle, sehr gerne jetzt gesehen. Wir haben nämlich keine mehr. Oder kaum noch welche. Da würde ich tatsächlich doch gerne auf Korsika und Ajaccio demnächst drauf. Und auch auf, nach Nordafrika ist, glaube ich, eine gute Sache. Also wenn du eine neue Armee bekommst, wäre eigentlich ganz lecker. Aber ich sollte vielleicht auch das Geld erstmal benutzen, um ein bisschen hier aufzuwerten, ne? I guess. Ja, guck mal, hier zum Beispiel jetzt wichtig. Können wir es noch nicht machen. Ach komm, warum nicht?
Ja, ich sag mal so. Wenn ihr könnt das meinetwegen hier belagern. Das stört mich nicht. Mehr könnt ihr anscheinend jetzt gerade sowieso nicht tun in eurer Lage. Diplomaten, du kannst gerne weitergehen. Einmal nach Polen. Nur Handelsrechte sind, glaube ich, noch nah genug dran, damit wir Handelsrechte auch schließen können. Aber auf jeden Fall Bündnis haben wir nicht. Super, dann einmal nach Russland, bitte hoch. Selbstverständlich, mein Herr. So, ich glaube, Frankreich war auch noch eine Aufgabe. Genau, ein paar Militäreinheiten, warum nicht? Bündnis sind die auch zu weit weg. Nein, wollte ich gar nicht. Moment. So. Sehr schön. Haben wir Spanien und Portugal. Zwei berittene Sergeants in der Hauptstadt. Wir haben oder nicht haben, ist da so meine Meinung. Also die Hauptstadt ist aber auch schon echt ungeschützt, ne? Gefällt mir eigentlich gar nicht so. Machen wir nochmal zwei Speerträger. Du weißt nie, was die KI hier vorhat. Sicher, sicher. Next round. Okay, ja, heiraten sehr wichtig. Wir brauchen neuen Nachwuchs. Wichtig und richtig. Eine Aufgabe haben wir, glaube ich, bekommen. Versteckt die Region in Zagreb, wir bekommen Militäreinheiten. Egal. Ist uns jetzt gerade erstmal nicht wichtig. Letzter wollen wir eigentlich auch nicht. Den könnten wir ausschalten, erstmal vorläufig dann, ne? Und ein paar Kavallerieeinheiten und so fertig. Machen wir den da erstmal mal weg. Ja, warten wir noch ein bisschen. Und hier oben? Ja, da warten wir auch noch. Sicher ist sicher. Hier warten wir aber nicht. Komm mal mit. Ab nach Palermo. Okay, so für mich. Oh, ich würde sagen, jetzt für die ersten 12 Runden läuft es ganz okay. Wir haben mehr, Provinzen eingenommen, als ich dachte. Das ist ganz super. Und vor allem auch, dass die Sizilianer uns den Krieg erklärt haben. War schon... Ach Gott, schon. Ich würde sagen, war schon eine glückliche Fügung, aber das ist jetzt nicht so glücklich. Wobei wir jetzt unser nächstes Ziel haben, theoretisch, ne? Und die sind orthodox, das heißt, die sind sowieso, jetzt sage ich mal, nicht so vom Papst abhängig. Das heißt, es wird da nicht so stören, wenn wir die angreifen, glaube ich. Wir werden aber tatsächlich Durazzo verlieren. Das kann ich nicht halten. Das sind zu viele Truppen. Ja, das ist jetzt sehr ungünstig. Dann scheiß erstmal auf den Rebellen da oben bei uns. Wir machen eine Armee fertig, damit wir uns Durazzo zurückholen und dann direkt mal nach Byzantina weiterlaufen können. So, das sollten wir jetzt mit automatischer Schlacht haben. Safe. Sehr gut. Haben wir da oben auch eine kleine Armee, die was machen kann? Sehr lecker. Nehmen wir auch mit. Okay. Hier haben wir jetzt eine relativ leckere Armee drin. Also eine relativ große, will ich damit auch sagen. Jetzt, wie komme ich jetzt hier durch zu meinem Land wieder, ne? Das ist halt die Scheiße. Machen wir anders. Genau. Hol dir mal bitte das. Du segelst mal bitte rüber und gönnst dir mal Korsika und Ajaccio dann doch. Aber nochmal zwei neue Siedlungen, auch wenn dann die Mauren auf uns aufmerksam werden. Weil für die Leute, die das nicht wissen, ne, die KI reagiert immer darauf, auf welche Siedlungen ihr auch einnehmt. Ne, beispielsweise möchte ich jetzt hier Korsika und Ajaccio einnehmen. Aber ich weiß, dass früher oder später die Mauren tatsächlich von hier unten nach oben segeln werden, um sich die beiden Inseln zu holen. Das machen die einfach, wenn du hier in der Ecke spielst. Das habe ich so oft schon erlebt. Ich würde mich das da jetzt nicht wundern. Weiter runter. Und du machst eine Mehrheit für. Ja, links fertig. Byzantiner, willkommen. Genau, jetzt brauchen wir noch hier so Fußvolk. Eventuelle Belagerungsmaschinen. Und wenn wir auch einmal Bauern dazukommen, sage ich nicht nein. Konstantinopel könnte... Nee, das können wir noch nicht. Was ist mit Thessaloniki? Morgen ziehen wir weiter. Schauen wir gleich mal. Hier sind keine Gegner, das ist gerade ganz entspannt. Okay. Kein Geld, aber gerade in der Staatskasse. Das ist sehr ungünstig. Ah, ja, das Ding ist, wir können natürlich auch ein paar Gebäude abbrechen und dadurch mehr Truppen bauen, aber wir müssen auch trotzdem mithalten, sage ich mal, mit den anderen Leuten. Wir können jetzt nicht die ganze Zeit nur Truppen ballern. Wir müssen irgendwie so eine Waage finden. Ajaccio auf jeden Fall kein Problem, wenn wir da ein bisschen länger belagern. Kann schon mal Korsika aufspüren. Glaube ich da.
Weiter kommen wir heute nicht, mein Herr. Gebt den Befehl. Ein bisschen Geld haben wir tatsächlich gerade. Dich holen wir nochmal dazu. Auf dem Weg, mein Herr. Ja, gleich da. Schlage das Lager auf, Herr. Eure Befehle, haben wir gerade wirklich ganz gutes Geld bekommen. Das ist super. Eure Befehle, auf jeden Fall neue Truppen ballern. Reicht für Durazo auf jeden Fall. Thessaloniki reicht auch. Perfekt. Ja, mein Herr. Wenn da jetzt nicht, also, es ist wahrscheinlich so, dass irgendwo noch eine große byzantinische Armee rumläuft. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich weiß auf jeden Fall aber, dass wir jetzt gerade... das wollte ich gar nicht. Ja, okay, das war absoluter Zufall. Heilige Scheiße. Aber das ist ja, das zum Thema große Armee, das ist eine große. Die werden Richtung Sophia marschieren. Der kann die nicht aufhalten. Die müssen sich zusammenschließen. Soll er sich erstmal Sophia gönnen? Ganz im Ernst soll er sich das erstmal gönnen. Weil die Armee können wir noch nicht stellen. Ach du Scheiße. Die Ereignisse überschlagen sich halt gerade wirklich. Heilige Makrele. Okay. Okay, Spiel. Ich sehe schon, worauf du hinaus willst. I see. Ja. Na gut. Selbstverständlich, mein Herr. Joa. Palermo wäre noch ganz schön, wenn die noch mitbekommen. Oh, die Herren haben schon eine Zitadelle. Ach du Scheiße. Aber nur Bauern. Sollten wir nutzen. Da müssen wir auf jeden Fall länger belagern. Mailand will auch Ajaccio haben. Da belagern wir aber noch weiter. Könnt mich mal. Sag ich mal. Ah, wow. Jetzt habe ich total reingeschissen. Ich wollte angreifen. Ja, moin. Das ist okay. Die schließen sich zusammen. Dann nächste Runde Durazo ist unser. Okay, die kommt tatsächlich zu uns, die Armee. Dann gehen wir an Thessaloniki vorbei und gehen nach Korinth. Das ist eine Zitadelle. Vielleicht können wir uns die snacken. Oder wir schließen uns jetzt schon zusammen. Je schneller wir diese Armee ausschalten, umso besser wahrscheinlich. Das ist der Kollege, läuft mal der Armee hinterher. Na, läuft bisher alles ganz okay. Euer Befehl? Bin unterwegs. Ja, mein ist auch nächste Runde da. Ansonsten ist alles relativ ruhig. Ist aber sehr interessant, ne? Also, wir bekommen so irgendwie gefühlt nach und nach neue Gegner einfach uns zugefügt. So, am Anfang war es Sizilien, die haben wir jetzt fast ausgelöscht. Jetzt sind es dann die Byzantiner plötzlich geworden. Ja, muss ich mich um keine neuen Gegner kümmern. Die kommen alle von selbst. Solange sie nicht alle gleichzeitig kommen, alles super. Kreuzzug, okay, worauf? Die Pyro. Na gut, Stani, ne? Wenn er die Feindschaft... Ja, das meine ich. Ja, nicht nur das Ansehen wird leiden, ärgerlich. Weil sonst hätte ich den Angriff fortgeführt. Exkommuniziert möchte ich jetzt nicht sein. Also haben wir echt... Das Spiel ist aber auch so gemein, ne? Natürlich, die beiden bekäppeln sich jetzt. Dieser so, ach, nur eine Grenze da teilen, ey. Für wen entscheiden wir uns? Es ist halt beides bescheiden, weil wir mit beiden eine große Grenze teilen, weißt du? Beide sind groß bei uns am Start. Freut mich jetzt nicht, muss ich sagen. Ungarn haut aber gerade richtig raus. Also die sind gerade nicht so gut, oder haut er gesagt nicht so raus. Wollen wir uns gegen das Heilige, gegen Ungarn stellen? Doch genau gerade Grenze an Grenze. Aber hier ist halt auch gefährlich, ne? Und nicht ist unsere Hauptstadt. Wir bleiben dem Heiligen Römischen Reich treu. Nein, Bündnis gebrochen. Jo. Mhm. Schmackofatz. Das ist ja phänomenal, ey. Geht richtig gut los. Hier müssen wir offiziell aufhören. Das ist jetzt richtig scheiße. Wir schicken sie in die Hölle. Marschiert. Ich würde sagen, warten wir tatsächlich die 7 Runden jetzt einmal ab. Nennt mir den Feind, Herr. Währenddessen... Und wir dich... Ja. Es kann gefährlich sein wegen den sizilianischen Schiffen. Vielleicht schaffen wir aber... Komm, einmal rüber schaffen wir. Dann gönnen wir uns kurz mit der Armee hier, Algier. Haben wir noch eine weitere Siedlung, die wir uns einmal gönnen können.